Geil, Alter. Nächster Tag, schon mittlerweile Donnerstag. Ich habe heute Morgen noch nichts gefilmt, aber der Tagesablauf ist sowieso eigentlich gefühlt genau der gleiche. Deshalb werde ich das jetzt nicht jeden Tag nochmal speziell zeigen, was ich morgens immer mache, weil ich stehe halt einfach auf, mache mir ein kleines Frühstück, habe heute wieder Joghurt mit Nüssen gegessen, mehr nicht, mache mir noch kurz die Haare und dann geht es halt in die Schule. Schulunterricht war eigentlich ganz entspannt. Heute wieder so ein paar Discussions über Politik. Das war schon ganz interessant, muss ich sagen. Vorhin bei Dennis Diner gegessen. Ich weiß nicht, heute hat mir das irgendwie nicht so gut geschmeckt, weil ich hatte so Fried Chicken. Das war irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Aber beim letzten Mal war das viel besser. Also ich muss auf jeden Fall öfter diese Pancakes und sowas essen. In knapp 40 Minuten geht es los mit einer Aktivität und zwar dem Hike zum Hollywood Sign. Das wird, glaube ich, auch richtig geil. Heute auch wieder sehr, sehr warm, 30 Grad ungefähr. Und morgen ist geplant auf jeden Fall mal ein bisschen schwimmen gehen am Venice Beach. Da habe ich eigentlich schon seit vorgestern Bock. Jetzt wieder hier am Eingang. Das ist schon surreal. Einfach. Überall auch diese Schilder, Go Bruins, ist ja deren Maskottchen, dieser große Bär. Ich will mir jetzt diese Sportanlagen mal anschauen. Da ist der wieder, der Bär, der schaut schon lustig aus. Ja, das sieht schon geil aus, also ich hätte echt Bock mal einfach so eine Vorlesung mir anzuschauen, aber man darf wahrscheinlich nicht. Ey, sieht das geil aus, Alter, also hier diese Fußballanlage. Ich glaube, da haben doch letztes Jahr Eli Geller, Sydney, Willi und so eine Fußball-Challenge gedreht. Ey, wie geil sieht das hier aus. Also hier einfach zu kicken, geisteskrank. Ich weiß nicht, das ist glaube ich so diese Basketball Area. Ich weiß nicht genau, wo der Trainingscourt ist, aber es müsste halt irgendwo eine Halle sein. Wie geil das hier aussieht. Da sind einfach Tennisplätze. Einfach normales Tennis-Arena-Format hier an der UCLA. Ey, das sieht so schön aus. Also ich hätte da so Bock, einfach ein paar Bälle zu schlagen, hier jetzt Tennis zu zocken. Ah, da vorne ist das Tennis Center, also hier nochmal tausende Tennisplätze. Schon sehr, sehr krass. Und hier, da ist glaube ich die Basketballhalle. Mo Austin Basketball Center. Heute sehr, sehr früh zurück, aber war richtig cool die Aussicht vom Hollywood Sign, also quasi von oben. Ich habe jetzt gleich hier noch ein bisschen Abendessen, habe auch noch ein, zwei Sachen gekauft, wie Bananen, auch mal wieder wichtig. Einfach ein bisschen Obst, weil ich habe das so vernachlässigt. Auch der Weg an sich war richtig geil, schon ein bisschen anstrengend auch gewesen, aber wirklich diese Aussicht, einmalig, also das war auch wieder echt eine sehr, sehr kranke View. Diesen Stausee hat man halt auch noch gesehen, den man auch aus GTA kennt. Von Weitem denkt man, diese Buchstaben sind nicht so groß, aber die sind halt in Wirklichkeit schon so gute, schätze ich mal, 15 Meter. Morgen ist eigentlich geplant, dass wir nach der Schule direkt zum Strand gehen, Venice Beach, weil ich will da unbedingt mal ein bisschen Basketball spielen, schwimmen. Da habe ich schon sehr, sehr Bock drauf. Abends ist dann so eine Art Lagerfeuer am Strand mit Grillen, Essen, Trinken. Das wird, glaube ich, schon sehr, sehr cool. Ich muss gleich noch Hausaufgaben wieder machen, heute sogar etwas länger. Hollywood Sign, auf jeden Fall geil. Muss man unbedingt auch aus der Nähe mal gesehen haben. Ich mache gerade ein bisschen Sport, schön auf YouTube eingeloggt. Neuer Song von Simba wird gepumpt. Gerade ein paar Liegestütze. Ich denke gerade, es wäre eigentlich actually mega geil, wenn man so eine mobile Klimmzugstange immer beim Urlaub oder so dabei hätte. Komm. Ey, schon wieder so Eichhörnchen, so süß, jeden Morgen. Gestern war einer am Baum und den konnte ich sogar anfassen, also seine Nase. Ich laufe gerade zum Bus, hab ganz gut geschlafen, so knapp 7,5 Stunden. Zum Frühstück eine Banane gegessen, weil sonst geht irgendwie gar nichts rein aktuell, ich weiß auch nicht. Gestern oder so Joghurt, aber das war so schwer, den reinzuballern. Gestern Abend eigentlich nur noch ein bisschen gechillt, Wäsche gemacht, Musik gehört, Sport. Dann noch How I Met Your Mother eine Folge geschaut und dann so gegen 12 Uhr schlafen gegangen. Hier geht's ja richtig ab. Klimakleber oder was? Wir gehen zu Chick-fil-A. Wow. Ja, ich habe auch diesen Burger. Den fetten Deluxe. Wir waren gerade mit einer großen Gruppe am Beach. Ich gehe jetzt nochmal zurück und ich will mich nochmal ein bisschen duschen, ready machen. Vorhin da noch ein bisschen Klimmzüge gemacht. Das war schon richtig geil. Hat echt Spaß gemacht. Also der Beach, sehr, sehr krass hier in Venice. Bisschen dreckig das Wasser, aber die Wellen sind so krank. Hat richtig Spaß gemacht und hier ist einfach der Vibe. So geil, überall Leute, Basketball spielen am Strand, Fußball, hier Sport. Es ist schon sehr, sehr geil einfach. So, ich bin jetzt vom Beach wieder da, ready gemacht, Outfit-Check. Es gibt nämlich nachher eben so ein Lagerfeuer am Beach mit Getränken, Essen.
Ich dachte, das ist gerade so lustig. Ich habe aus der Sprachschule einen Asiaten kennengelernt. Der kann ein paar Wörter Deutsch und zwar saufen. Ich gehe morgen aufs Fußballspiel. Wir haben doch Tickets bekommen. Ich habe ewig 3-4 Mal versucht, Fußballtickets für das LA Galaxy-Spiel morgen zu bekommen. Und zwar spielt ja hoffentlich Marco Reus. Da werde ich morgen hingehen. Mit einem aus der Schweiz, 2 aus Korea. Also das wird auch eine wilde Kombination auf jeden Fall. Und ja, allgemein dieses Bonfire, Lagerfeuer war ganz cool. Es gab ein paar Sachen zu essen. Es gab Hotdogs, ich habe 4 Stück gegessen. Es gab dann auch Marshmallows, war ganz nett eigentlich. Morgen, wir gehen nach Malibu zum Beach. Danach eben abends noch zum Fußballspiel, LA Galaxy. Ey, richtig geil, ich habe so Bock. Morgen ist noch Formel 1 um 6 Uhr. Vielleicht schaue ich das Qualifying, vielleicht auch nicht. Nächster Morgen, ich habe gerade alles schon gepackt. Es geht gleich an den Strand. Qualifying heute Morgen geschaut, Norris auf der Pole. Ich hoffe, er gewinnt morgen. Und generell McLaren Doppelsieg wäre schon geil. Of LA Galaxy. Tag ist zu Ende. Reus Tor und Vorlage. Wie geil ist das bei seinem Debüt? Ich bin so glücklich, dass ich das einfach miterleben durfte. Malibu Beach war auch sehr cool. Ja, morgen der Plan ist Universal Studios. Ich stehe früh auf. Formel 1 ist um 6 Uhr. Heißt, ich schlafe vielleicht 6 Stunden. Nächster Morgen schön gerade Formel 1 das Rennen gucken. Lando Norris auf Platz 1. Also er wird das Ding auf jeden Fall gewinnen. In knapp einer Stunde geht es in die Universal Studios. Also wir fahren dann los. Looks like in a movie. Das sieht so cool aus. Diese Achterbahn war so geisteskrank geil bei Harry Potter. Oh mein Gott, das war die beste Achterbahn, die ich gesehen habe. Schade. Ah, the policeman. It's so cool. Krusty Burger. Damn. Sieht so krank aus. One of the most famous facades is the courthouse clock tower. Crane steals money from her boss. She's on the run from the law. A stormy night, she pulls off the highway. Buddy, Roman, we're up. Einfach Toretto, Halskette. Ey, das sieht richtig geil aus, das Poster. So Leute, zurück von Universal Studios, also war schon echt richtig cool. Gab schon einige Attraktionen, es ist halt nicht so der Park, wenn man nur Achterbahn fahren will, die sind halt nicht so besonders krass. Ich fand vor allem diese Harry Potter Attraktion schon sehr, sehr geil, also dafür lohnt es sich schon. Ich würde sagen, man muss nicht unbedingt zu Universal Studios hingehen, aber es ist schon echt cool, wenn man das mal macht. Es ist halt schon preislich ziemlich teuer, am Wochenende war das jetzt $140, glaube ich, unter der Woche so um die $100. Wir waren halt knappe 8 Stunden schon dort, haben am Ende noch mal ein paar Souvenirshops angeschaut und so weiter. Top 2 war eigentlich diese normale Hollywood Studio Tour, wo man mit solchen Wagen durchfährt. Da war auch was mit Fast and Furious, Supercharged. Das war schon ganz lustig mal zu sehen, aber jetzt auch nicht so übertrieben krass. Trotzdem cool, Dominic Toretto, Roman Pierce und Letty da zu sehen von Fast and Furious bei dieser kleinen Attraktion. Da gab es auch eine Achterbahn mit Transformers, die war auch sehr, sehr geil. Das mit Super Mario war, finde ich, ein bisschen overrated. Hat schon Spaß gemacht, einmal auszuprobieren. An sich ist halt diese Welt sehr cool gestaltet. Also allgemein diese Liebe zum Detail. Auch in den Warteschlangen bei Harry Potter oder so. Das war schon echt schön gestaltet, finde ich. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich heute noch unbedingt groß mache. Wir haben auch so einen Burger gegessen bei Krusty Burger, also von Simpsons. Das war alles schön gestaltet, aber der Burger ist halt echt nicht gut gewesen. So ganz normal 5 von 10 Burger. Aber ich schwöre, ich bin so kaputt jetzt so die letzten 2 Stunden jetzt gewesen. Also am Ende vor allem, weil zwischendurch war so kalt bei diesen Warteschlangen, bei den Attraktionen selber. Und dann geht man raus, plötzlich wieder Sonne, 27 Grad. Die Sonne hat so reingeballert. Also ich bin echt voll müde und ich hoffe, ich erhole mich ein bisschen. Ich habe mich jetzt doch entschieden, abends nochmal
ein bisschen rumzulaufen. Ich habe diese Kirche mal gesehen, als ich mit dem Bus gefahren bin und ich dachte, die sieht halt ganz nice aus. Die Pläne für die Woche sind eigentlich schon so ungefähr. Morgen möchte ich mit ein paar Mädels aus der Schule zum Hollywood Boulevard. Da war ich zwar schon, aber habe nicht so viel wirklich gesehen. Schöner Park mit Brunnen da vorne. Die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, glaube ich, stand auf Google Maps. Sieht echt richtig krass aus, also schöner als ich gedacht hätte. Jeder Sonnenuntergang in L.A. sieht einfach so cool aus. Ich weiß nicht, was da gerade ist, aber da sind auf jeden Fall einige in Anzügen. Da sind, glaube ich, so krasse Karten. Also ich weiß nicht, was die wert sind, aber das sind alles Pokémon-Karten. Also die ganzen Leute, die spielen da so ein bisschen. Die sind schon übel lustig einfach. Diese Essensfahrzeuge. Einfach das größte Random-Essen. Takis mit Reis. Perfekt. Ich habe halt gestern nach dem Fußballspiel 2 Tüten geschenkt bekommen und die mache ich jetzt einfach da drauf, weil der Reis schmeckt einfach nach nichts. Ich habe leider kein Fleisch, ich habe keine Sojasauce oder so gekauft. Ich schaue mir gerade noch Fußball-Highlights an und muss morgen für den Test eigentlich noch kurz mal was lernen. Gerade bei Marshalls irgendwie so ein Outlet. Einfach Calvin Klein Polo, nur $25. Einfach Socken geholt von New Balance für $10, 10 Paar. Boah, wen habe ich da getroffen? Maschine. Ich feier schon diese ganzen Filmposter. Das hier habe ich mir geholt. Back to the Future. Hier zum Beispiel auch so wilde Sachen von Sopranos und Scarface. Einfach die Mischung. Überall diese Verkäufer, Leute, die einem was andrehen wollen. Genau das hier wollte ich mir anschauen. Es sieht echt schön aus hier, muss ich sagen. Generell Hollywood Boulevard, schon einige Obdachlose und alles, aber reicht eigentlich schon, wenn man den ein, zweimal sieht. Muss man nicht unbedingt nochmal hin. Alter, hier war ja auch dieser Überfall in GTA. Bei GTA Online, dieser letzte, schwierigste, ich glaube Pacifica Standard oder wie der hieß. Ja, ansonsten heute war ganz entspannt in der Schule, war so ein kleiner Test. Einfach gefühlt halt zurückversetzt, wie in die 11., 12. Klasse. Aber heute habe ich auch ein paar Sterne gesehen, die ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Das war schon ganz cool, halt nochmal hierher zu kommen. Oh, Harrison Ford, auch absolute Legende, unter anderem von Blade Runner. Alter, ich habe Mr. Miyagi gefunden, Pat Morita. Ey, wie cool, zum Glück bin ich hier nochmal langgelaufen. Sonst hätte ich ihn nicht gefunden. Also einfach Mr. Miyagi, Pat Morita. Heute auch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger gefunden. Alter, Jim Parsons ist doch Sheldon aus der Big Bang Theory. Bin wieder zurück vom Hollywood Boulevard. Ungefähr um 18 Uhr waren wir wieder da. Wir essen nachher zusammen, also kochen. Ich überlege mir gerade, wie ich das Plakat am besten verstauen soll. Ich glaube, eine der guten Methoden ist, Toilettenpapier drumherum zu wickeln. Zurück im Prison Break Outfit, Freunde. Jetzt am Ende haben wir halt nochmal zusammen gekocht. Das war ganz cool. Und jetzt ist halt basically der Tag vorbei. Aber morgen ist geplant, dass wir in ein Museum gehen. Der Getty, kennt man auch aus GTA. Diese Location ist ein Kunstmuseum. Am Mittwoch dann Disneyland. Darauf freue ich mich schon richtig, Alter. Am Donnerstag, da ist Strandtag und das Spiel von den LA Dodgers. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kappe überhaupt im Video gezeigt habe. Habe ich mir letztens geholt, jetzt erst. Ich muss hier am Samstagmorgen auschecken, spätestens 10 Uhr. Dann habe ich ein Hotel in Downtown gebucht. Da werde ich dann auch die letzte Nacht verbringen, weil am Samstag ist abends eine Erstsemesterparty von der USC, also die University of Southern California. Ich weiß auch überhaupt, ehrlich gesagt, nicht, wie ich das Ganze schneiden werde. Also klar, Las Vegas wird safe nur ein Vlog. San Francisco, mal gucken. Weiß es selbst noch nicht. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich heute überhaupt schon was gefilmt habe, aber es war halt eigentlich der übliche Alltag. Zuerst Schule, dann eben gerade noch ein bisschen Mittag gegessen, Instant-Nudeln und Reis, weil die müssen mal bald weg. Ich habe ja nicht mehr so viele Tage hier. Und ja, ihr seht, ich habe die Couch mal hochgemacht, weil das ist so ein Klappbett. Bloß das einzige Problem ist, dass das hier irgendwie nicht richtig einrastet und ich habe irgendwie ein bisschen Angst. So kann man wenigstens auch die ganzen Schränke jetzt mal benutzen. Ich lese gerade ein bisschen.
Drive-In von In-N-Out Burger fängt einfach schon gefühlt 10 Kilometer früher an. Wir waren schön bei dem Getty, also dieses Museum hat mir sogar gut gefallen. Da war draußen ein schöner Park und alles. Und allgemein muss ich sagen, der Vibe da, Kunstwerke an sich, waren einige schon ganz interessant. Aber ich bin jetzt nicht der größte Kunstfetischist oder Liebhaber. War trotzdem mal auf jeden Fall schön, das auch von innen zu sehen. Und dann war ich jetzt eben noch bei In-N-Out Burger. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Hier ist der Oppenheimer Tower. Ich vermute mal, benannt nach dem guten Robert Oppenheimer, wo es auch den Kinofilm, den Bekannten gibt, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ich habe eigentlich jetzt noch Bock, ein bisschen rumzulaufen. Ich bin so voll gegessen. Aber ich habe irgendwie Bock, auch mal KFC noch mal eine Chance zu geben. Deshalb wollte ich eigentlich noch mal diese normalen Hähnchenteile wenigstens einmal probieren. Ich laufe gerade in der Nähe der Schule. Ja, und morgen dann, wie gesagt, Disneyland. Ey, ich habe richtig Bock, weil da gibt es halt einfach Radiator Springs. Neigt sich leider alles schon so langsam dem Ende entgegen. Meine USA-Reise. Heute eben Dienstag, nächste Woche bin ich halt Montagnachmittag schon wieder in Deutschland. Was ist das für eine Scheiße? Google Maps zeigt, Haltestelle wäre da hinten, der Bus hält da vorne. Anderer Busfahrer sagt, er macht Pause, dann fährt er weiter. Der Bus hier hält plötzlich da. Ich habe für den Weg jetzt einfach E-Scooter genommen, aber war so teuer für 2,5 Kilometer. 7-8 Minuten, einfach $7. Es schmeckt einfach wieder schlechter als in Deutschland. Also ich bin richtig enttäuscht. In Deutschland ist das so knusprig und so saftig. Das ist einfach so trocken, das ist nicht normal. Bruder, was ist das hier? Also KFC in den USA, einfach miese Enttäuschung. Chick-fil-A 1000-mal besser, KFC in Deutschland sogar 1000-mal besser. So KFC, da wo es hingehört, in die Mülltonne, Alter. Also ich schwöre, wirklich so schlecht hier in der USA. Locker nur so 5 von 10 oder so, während halt Chick-fil-A 8 von 10 ist. Oder In-N-Out auch 8 von 10. In Deutschland KFC ist schon sehr weit on top. Hier in der USA, ich check nicht, was die anders machen. Also das ist gerade echt sehr, sehr komisch, der Zufall. Ich höre gerade beim Laufen den Podcast von Raf Camora. Ist gerade die erste Folge rausgekommen heute. Vorhin sehe ich auf dem Boden plötzlich so einen Kreis. Ich denke mir, hä, das sieht voll ähnlich aus wie das Logo vom Anthrazit-Album von Raf. Genau während ich einfach den Podcast höre, sehe ich das in L.A. im Urlaub auf der Straße. Manchmal sind so komische Zufälle. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das ähnlich aussieht wie das Logo von Raf Camoras Album. Ich finde schon, dass das sehr, sehr ähnlich aussieht. Schon sehr, sehr komisch. Also was sind das für Zufälle manchmal? Was ich noch kurz sagen wollte, also der Getty war cool. Uber-Fahrer, Fahrer aus Istanbul. Er hat einfach UFO 361 mit Ezhel, also diesem türkischen Rapper. Von deren Album hat er einfach ein paar Songs angemacht. Das war schon übel lustig. Einfach hier UFO in L.A. zufällig gehört. Ich habe gerade einen Film zu Ende geschaut, war auf jeden Fall nicht schlecht. Ne, ich chill jetzt gerade einfach im Bett und denk einfach darüber nach, wie cool diese Reise bisher war.